Hi, ich bin heute hier an der Zschopau und probiere es heute hier auf Forellen und Döbel und Barsche. Also ich habe jetzt schon Vorwürfe hier gemacht, von der Brücke bis gut vor meinen Füßen. Und eine 30er Forelle schon gefangen, eine schöne Bachforelle. Hier probiere ich es dann von der anderen Seite nochmal. Da haben wir etwas steileres Ufer. Oder ich habe heute noch die Warthose dabei. Vielleicht probiere ich mal reinwarten. Jetzt gehe ich erstmal hier an den Mühlgraben. Dafür senke ich mir aber jetzt hier noch ein paar Köderfische. Denn da will ich es mal mit Pose probieren. Alles klar. Wir sehen uns bald. Ich habe gerade schon meine zweite Forelle jetzt gefangen. Ich war gerade noch ein bisschen am Senken. Aber da habe ich gedacht, haust die Senke mal rein und das will weiter angeln. Da habe ich jetzt die zweite Forelle, die ist aber zu klein, die kommt wieder zurück. Ich bin hier gerade wieder im Fluss, die zweite schöne Forelle, die dürfte fast Maß haben. Die hat aber gar nichts bis jetzt gemacht, die hat nur mit dem Kopf geschüttelt und ist jetzt hier bis da rangekommen. Die hake ich gleich mal ab. Ja, abhaken war gerade gut. Ich wollte sie hochnehmen und sie ist mir abgegangen. Mal sehen. Vielleicht kriegst du da noch mal mit Köderfisch. Ich schau mal. Ja, sieht aus wie dieselbe. Auch wieder stark gezeichnet. Könnte dieselbe Forelle sein, von der Größe her auch. Aber diesmal ist es ein bisschen besser erhalten. Ah, jetzt ist es genau wieder wie vor uns. Schnell ans Ufer damit. Sonst geht sie mir wieder ab. Ich habe jetzt im dichtesten Verkehr noch einen Döbel gehakt, auf einen ganz kleinen Wobbler. Den hole ich mal hoch. Mal sehen. Ja, kommt auch gleich wieder zurück. Gerade nachdem ich jetzt den anderen wieder reingetan habe, kommt gleich der nächste. Der ist ein Stück größer. Hat auf denselben Wobbler gleich den nächsten Wurf, einen Wurf später gebissen. Ja, das ist schön. Das ist gut. Ja, der ist schon ein bisschen besser. Der hat gute 25 cm. Der kommt gleich wieder zurück. Ich habe gerade hier eine richtig fette Regenbogenforelle gehakt. Oh, die ist klasse. Die ist richtig klasse. Ja, die hängt nur ganz knapp. Damit gehe ich mal. Die tue ich jetzt gleich mal schnell keschern. Die ist aber noch nicht fertig. Nee, dass sie mir noch abgeht. Obwohl, nee, die ist gut gehakt. Die hat 40 locker. Die ist richtig geil. Hier richtig an der Zschopau. Direkt da im Strom. Geil. Fettes Vieh. Geil. Jawoll. Jawolla. Yes. Meine erste. Meine ersten richtigen Fisch heute. Nimm mal eine etwas größere Bachforelle, nur eine 20er oder so. Und die haut natürlich jetzt rein.